Ja, das war ein schönes Gefühl und ich habe mich relativ schnell eigentlich wieder daran gewöhnt, die Abläufe, die ich erkenne. Ich habe ein ganz tolles Trainerteam um mich herum, die mir sehr, sehr viel Arbeit abnehmen, sodass ich mich wirklich um die Spieler kümmern kann. Sie machen das fantastisch. Und ich freue mich auf jede Trainingseinheit und freue mich auf das Spiel jetzt am kommenden Samstag wieder. Das ist wieder ein Rhythmus, das überrascht mich in der Tat selber, dass ich so schnell wieder da reingefunden habe. Ich denke, direkt mit seiner ersten Ansprache hat man gemerkt, dass die Mannschaft einen Ticken Ruhe reinbekommen hat. Ja. Du weißt einfach, dass er so viel Erfahrung hat, dass er schon so viele Vereine gut unterstützt und gecoacht hat, dass wenn er was sagt, das auch oft zutreffen kann. Ja. Und dass man einfach ihm Vertrauen schenkt in dem, was er sagt, in seine Worte. Und dass wir da jetzt gemeinsam als Team weiterarbeiten wollen, dass wir uns stabilisieren und aus der Situation rauskommen. Der große Unterschied war jetzt zum Paderborn-Spiel, wo wir in der zweiten Halbzeit teilweise einfach eingebrochen sind, haben wir es nach dem 1-1 wieder gut hinbekommen, dass wir wieder Druck drauf bekommen haben, dass wir zu unserem Spiel zurückgefunden haben und das war auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Ich bin gespannt, wie sie es jetzt hier auf dem Betzenberg umsetzt gegen eine Mannschaft, die in der Offensive sehr, sehr stark ist, die sehr variantenreich spielt. Sie ändern schon das ein oder andere Mal ihr System. Sie schlagen gefährliche Standardsituationen und haben sich da auch immer wieder was Neues einfallen lassen. Und wir wissen genau, was auf uns zukommt. Ich will flexible Spieler haben. Ich will Spieler haben, die in Situationen genau erkennen, das muss ich jetzt machen oder das muss ich jetzt machen. Und dann macht man noch mal Fehler. Ja, aber man darf den Fehler halt nicht zwei- oder dreimal machen. Und das wissen die Spieler, dass sie auch mal einen Fehler machen können. Nach Möglichkeit mehr in der gegnerischen Hälfte, was die Risikobereitschaft anbelangt. Absolute Vorfreude. Wenn ich an Samstag denke, ein voller Betzenberg, ein Derby, weiß ich nicht, was es Schöneres geben soll. Ach, die sollen noch Platz gehen und versuchen, gut und mit Spaß Fußball zu spielen. Ja, Druck, ich mag das Wort Druck nicht. Es ist eine angespannte Tabellensituation, überhaupt keine Frage. Und ob man jetzt gegen den KSC spielt oder Rostock spielt oder Osnabrück spielt oder dann gegen Hannover spielt, das sind alles Spiele, die man erfolgreich gestalten kann und die man aber auch verlieren kann. Überhaupt keine Frage. Ja, das zeigt das Tabellenbild, dass es immer wieder überraschende Ergebnisse gegeben hat. Wir müssen versuchen, positive Ergebnisse zu erzielen. Und da spreche ich aber nicht von Druck, sondern ich spreche davon, dass wir als Mannschaft, als Spieler, einen unglaublich geilen Job haben und Fußball macht Spaß. Es kommen 50.000, die uns zugucken wollen, die uns anfeuern werden und das müssen wir aufsaugen. Die Fans, absolut die Fans. Ich denke, als Mannschaft, klar wissen wir das, was auf uns zukommt und dass es ein Derby ist und dass es emotional sein wird, aber wir sind nur den Fans gegenüber verpflichtet an dem Spieltag. Für die ist es eins der wichtigsten Spiele im ganzen Jahr. Dann werden wir auch positive Ergebnisse erzielen, wenn wir alles in die Waagschale werfen. Wenn wir laufstark sind, wenn wir zweikampfstark sind, wenn wir intensiv in die Zweikämpfe gehen. Ja? Wenn wir Emotionen zeigen, die müssen wir auf dem Betzenberg, hier bei uns im Stadion, müssen wir auch Emotionen zeigen, egal in welcher Situation. Und wenn ich nur mal zum Einwurf kläre, weil das Publikum zeigt Emotionen. Und da sind wir als Mannschaft gefordert, diese Emotionen auch auf den Platz zu bringen, die Zuschauer noch mehr mitzunehmen, als sie sowieso schon tun. Hier zu Hause, das ist leider für andere Leute schwer zu beschreiben oder auch schwer in Worte zu fassen, wie sich das anfühlt, aber auf dem Platz ist es eine brutale Unterstützung. Du heißt, jeden Moment mit jeder Aktion kann das Publikum so einen Einfluss nehmen, dass das ganze Spiel sich kippt und das macht einfach Spaß. Dann müssen wir trotzdem einen klaren Kopf dabei behalten, das ist ja auch ganz klar. Ja, nur mit Emotionen geht es auch nicht. Der Kopf muss klar sein, ich muss wissen, was ich in jeder Situation zu machen habe. Und da nochmal habe ich viele erfahrene Spieler, die vorweggehen und das eben auch umsetzen können. Herz, Wille, Leidenschaft, Einsatzbereitschaft, die Grundtugenden des Fußballs, wenn man so will. Wenn wir die auf den Platz bekommen, haben wir alle Möglichkeiten.
Und da muss es einfach Spaß machen, rauszugehen und Fußball zu spielen. Ja, in so einem stimmungsgeladenen Stadion, da möchte man manchmal selber noch auflaufen. Ich weiß ja, wie das früher war, wenn wir die Kellertreppe raufgegangen sind, in der Mitte des Stadions ins Stadion gelaufen sind und gucken dann in die Westkurve, das war Gänsehaut pur. Ja, und das ist ja jetzt nicht anders, im Gegenteil, jetzt sind noch 15.000 Zuschauer mehr da. Ja, wir sind allen, die da draußen stehen oder die ein FCK-Logo irgendwo auf den Klamotten haben, verpflichtet, Vollgas zu geben und für sie ein gutes Ergebnis einzufahren. So eine Unterstützung zu bekommen, das ist nicht selbstverständlich. Ja? Das ist nicht selbstverständlich und das müssen wir auch zu schätzen wissen.